Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich des 23. Spieltages in der Regionalliga Südwest. Sportclub Pfullendorf gegen den 1. FC Kaiserslautern 2, Endstand 0:3. Besonderer Willkommensgruß gilt zu meiner rechten Seite dem Gästetrainer Herrn Konrad Fünfstück, den ich auch gern das Mikrofon überreiche und ihn nun zu seinem Statement bitte. Ja, erstmal vielen Dank. Schönen Nachmittag. Wir sind überglücklich über die 3 Punkte hier in Pfullendorf, dass wir jetzt heute den 40. Punkt uns geholt haben in dieser sehr schweren und engen Liga. Ich denke mal, wer nach Pfullendorf fährt, muss wissen, was auf ihn zukommt. Und ich denke, man hat gemerkt, dass die Mannschaft dort einfach schon von Beginn an sehr, sehr konzentriert war, sehr engagiert war und auch einfach das Spiel so umgesetzt hat, wie wir heute hier auftreten wollten. Es war sicherlich fußballerisch kein Leckerbissen, war ein bisschen auch dem Platz geschuldet. Aber in erster Linie ging es uns heute darum, defensiv geordnet nach vorne zu spielen, dass wir den Pfullendorfern mit den weiten Bällen nicht ins Messer laufen. Haben natürlich uns zum Ziel gesetzt, möglichst früh irgendwie ein Tor zu erzielen, damit Pfullendorf sich am Spiel beteiligen muss, denn sie sind defensiv wirklich sehr gut geordnet. Sie spielen da wirklich absolut gallig gegen den Ball und sind auch gut bei Standardsituationen. Und man hat es auch gemerkt, bei der einen oder anderen Situation, da bist du natürlich unruhig und denkst, okay, da kann so ein Ball auch mal durch die tollen Freistöße von Welle auch anders reinlaufen. Letzten Endes hat uns das dann gut in die Karten gespielt, dass wir das Tor gemacht haben und dass man natürlich auch mit zunehmender Dauer gemerkt hat, dass Pfullendorf eine englische Woche hatte, wir nicht. Und hatten uns in der Halbzeit ganz klar vorgenommen, wir spielen weiterhin aufs nächste Tor. Ein Tor genügt uns hier nicht. Wäre auch fast so gewesen. Die hatten dann nochmal eine Chance in den ersten 10 Minuten, wo sie wirklich super im Spiel waren, wieder der Distanzschuss oder auch nach der Standardsituation. Und dann haben wir das 2:0 gemacht und dann war natürlich große Freude hier. Unterm Strich eine weite Auswärtsfahrt belohnt mit einem 3-Punkte-Erfolg. Darauf sind wir sehr stolz. Möchte heute auch ein Sonderlob mal geben an die in Anführungszeichen Älteren in meiner Mannschaft mit Reis, mit Bugera und Poker. Die haben die Mannschaft hier super geführt, haben die Ruhe reingebracht bei uns, wo sich die Jungen dran aufziehen konnten. Uns hat Spaß gemacht, heute zuzuschauen. Ich wünsche dem Sportclub alles Gute. Hoffe einfach, dass möglichst aus der dritten Liga keiner runterkommt und dass alle beiden hochgehen, die da oben dran stehen und dass es dann doch noch klappt, irgendwie über den Strich. Ich komme immer wieder gerne nach Pfullendorf und ja, auch wenn es weit ist, aber immer wieder schön. Ja, 5 Stück, vielen Dank. Stefan, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, also von meiner Seite auch erstmal schönen guten Tag an alle, die hier sind. Ja, es wurde gerade etwas lauter in der Kabine und das ist der Tatsache geschuldet, dass ich natürlich absolut unzufrieden bin mit der Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind. Wir haben am Anfang das, was uns zuletzt stark gemacht hat, überhaupt nicht beherzigt und haben absolut unnötige, dumme Foulspiele gemacht, die dann den Gegner immer wieder dazu eingeladen hat, gefährlich zu werden. Und das ist eine Art und Weise, wie wir natürlich nicht bestehen können. Ja, das ist undiszipliniert und diese Undiszipliniertheit setzt sich dann natürlich fort mit laufender Dauer des Spiels, mit diversen gelben Karten, die völlig unnötig sind und natürlich gipfelt dann in der Tatsache, dass wir dann uns natürlich in Unterzahl bringen beim Stand von 0:1, wo wir eigentlich ja, ganz ordentlich im Spiel sind. Und dass wir natürlich uns schwer tun in Unterzahl gegen einen Gegner, der gut geordnet ist, der da hinten wirklich gut gegen den Ball spielt und relativ wenig zulässt, dann noch ein Tor zu erzielen, beziehungsweise sogar noch das Spiel zu drehen, das ist natürlich ein Ding, das fast nicht möglich ist. Ja. Von daher haben wir da nicht an die Leistungen wie zuletzt angeknüpft und deshalb bin ich auch da einfach stinksauer auf den einen oder anderen Spieler. Am Anfang da undiszipliniert gewesen zu sein, dann sich noch teilweise in die Hosen geschissen zu haben und dann uns noch einfach in Unterzahl zu bringen. Und ja, das ist das Fazit des Spiels. Da müssen wir sofort wieder die Kurve kriegen und anders auftreten, weil sonst wird es ganz, ganz schwer. Danke.
Ja, Stefan, danke. Fragen von den Pressevertretern, die ich auch hier recht herzlich begrüße. Herr Witte, ich reiche Ihnen das Mikrofon. Okay, ja, ich habe eine Frage, die natürlich auf das abzielt. 11 Niederlagen, 11 Punkte auf den viertletzten Ulm. Worms hat heute auch gewonnen. Noch 11 Spiele stehen aus. Dazu eben Frick mit der 10. gelben Karte weg. Schreieck gesperrt. Wie sehen Sie die Chancen jetzt noch im Abstiegskampf? Also ich komme langsam vor wie ein Papagei, weil ich jede Woche dasselbe erzähle. Ja? Und ich glaube, so langsam müssen wir auch nicht immer die Frage stellen nach der Tabellenkonstellation, sondern es ist schlicht und einfach so, dass wir schauen müssen, dass wir das machen, dass wir als Mannschaft das auf den Platz bringen, was wir auf den Platz bringen können. Und natürlich irgendwann gewinnen müssen, um natürlich vielleicht auch eine Chance zu bekommen. Aber wie gesagt, mit der Art und Weise, heute bin ich absolut unzufrieden. Und ja, wir müssen nicht dauernd auf die Tabelle schauen. Wir wissen, dass wir punkten müssen. Und das so schnell wie möglich. Und von daher ist der Blick auf die Tabelle jetzt erstmal völlig egal. Sie haben heute eine etwas offensivere Variante gewählt gegenüber dem Freiburg-Spiel. Hat sich letztlich aber auch nicht ausbezahlt, ne? Sei nicht so richtig vorne reingekommen, wahrscheinlich, wie Sie es sich vorgestellt hatten. Ja, gut, wir sind mit zwei Spitzen ins Spiel gegangen, einfach aufgrund der Personalsituation, weil Marco Gil Gomez eben ausfiel. Von den Prinzipien vom Spiel her hat sich nicht grundsätzlich nicht großartig was geändert gehabt. Wir haben einfach dann natürlich aufgrund des Rückstandes dann offensiver spielen müssen und haben ein höheres Pressing spielen müssen. Allerdings habe ich natürlich auch der Mannschaft gesagt, dass wir mit der Art und Weise, wie wir natürlich jetzt zuletzt gespielt haben, auch nicht immer auftreten müssen und auch dazulernen müssen. Vor allem natürlich dann in Spielen, wo es gegen Gegner geht, die in unseren Tabellenregionen stehen. Und die eben dann auch Schwierigkeiten im Aufbauspiel haben. Und ja, ausgezahlt, im Endeffekt haben wir das Tor bekommen durch eine Standard. Und ob wir da tiefer gestanden wären oder nicht, spielt jetzt mal keine Rolle, weil wenn du nämlich durch eine Standardsituation das Tor bekommst, aus dem Spielhaus hat man bis dahin nicht so viel zugelassen. Aber wie gesagt, grundsätzlich war es da den 4-4-2 geschuldet. Weitere Fragen? Dem ist nicht so, ja. Dann wünsche ich Ihnen, Herr Fünfstück, und Ihrer Mannschaft eine gute Heimreise nach Kaiserslautern. Alles Gute für die verbleibenden 11 Spiele. Bei Ihnen darf ich mich recht herzlich bedanken für Ihren Besuch hier in der Geberit Arena und würde mich freuen, Sie heute in einer Woche wieder begrüßen zu dürfen. Dann um 14 Uhr ist zu Gast die Spielvereinigung Zweibrücken. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.